Hallo, ich bin Carsten in Förde. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich habe mir heute mal eine Tour rausgesucht, wieder am Niederrhein. Und ich werde auch gleich noch ziemlich an den Rhein herankommen. Das heißt, schauen wir heute hier bei Förde ein bisschen die Rheinauen an. Ja, ich bin ja mal gespannt. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der größte Teil der Tour zwar auf Asphalt, aber dafür ist die Tour nicht so lang. Aber was viel wichtiger ist, ist ja die Natur, die es hier zu sehen gibt. Und die soll hier ganz toll sein. Ja, solche Kopfweiden wie diese finde ich immer ganz toll. Da kann man immer schön die Fantasie spielen lassen, was die Weide darstellen könnte. Aha, da haben wir schon das erste Pärchen Nilgänse. Ja, super Wetter heute. Hatte zwar heute Flurwoche, das heißt, ich musste heute Morgen wischen. Habe ich mir halt heute mal nur so eine kleine kurze Tour rausgesucht. Aber schön hier. Abgesehen davon, dass der größte Teil des Weges Asphalt ist, gefällt es mir hier richtig gut. Könnte man vielleicht besser mit dem Fahrrad fahren, die Runde. Ja, und hier gibt es auch die tollsten Gebilde. Und jetzt bei dem Wetter natürlich super tolle Lichtspiele. Gerade hier mit dem Bodenfrost. So, jetzt mal kurz Richtungswechsel. Jetzt gehen wir hier so eine schöne Allee entlang. Also im Moment ist es hier fast windstill, würde ich sagen. Aber wir kommen gleich an den Rhein. Und dann bin ich mal gespannt, wie es da ist. Ja, da hinten ist schon der Rheindeich und da vorne geht's rein und dann gehen wir jetzt mal ein paar Kilometer am Rhein entlang. Ja, jetzt bin ich am Rhein und laufe jetzt erstmal der Sonne entgegen. Ja, beziehungsweise das ist hier so ein toter Rheinarm. Der Rhein, der ist erst ein Stückchen weiter da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt.
auf jeden Fall sieht so aus, als wäre wieder genug Wasser im Rhein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im Frühjahr wieder Hochwasser haben. Bei den ganzen Schneemassen, die im Moment in den Bergen sind. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.